Der Tupperware Gaming wird unterstützt von der Spielebude. Jetzt mit 5% Rabatt. Link in der Beschreibung. Und nun viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Venom, nein, Daniel. Und das ist Play Games Alone. Heute ein Unboxing mit Black Widow. Also seid gespannt und bleibt dran. Ja, ich weiß, der war schlecht, aber der musste sein. Das ist meine neue Matte und die finde ich saugeil. Ja gut, aber wir kommen jetzt zum Kern des Videos. Und zwar zu meiner neuen Black Widow, die ich ja ab Montag spiele. Die packen wir eben hier mit euch aus. So, zack. Haben wir natürlich auch wieder ein neues Poster drin, wo meine Frau sich wieder freut, dass sie wieder das zurechtschneiden kann. Genau, das kommt in meinem Zimmer rein. Gut, aber dann fangen wir mal an. Gehen das mal schnell durch. So. Dann haben wir Natascha Romanoff, Erholung von 3, ist ein Schildspion. Ist eine Missionsvorbereitung. Nachdem du eine Vorbereitungskarte gespielt hast, ziehe eine Karte. Nur einmal pro Phase. Handlimit von 6 und 9 Lebenspunkten. In Black Widow 222 ist ein Avenger und ein Spion. Die hat eine Reaktion. Nachdem du die Fähigkeit einer Vorbereitungskarte unter deiner Kontrolle ausgelöst hast, füge einem Gegner einen Schaden zu. Ja, cool. So, gehen wir mal hier hin. Dann haben wir den Winter Soldier, ein Verbündeter für 4, hat 2-2, 4 Lebenspunkte, ein Avenger und ein Spion. Senke die Kosten, um Winter Soldier zu spielen, um 1 für jede Vorbereitungskarte unter deiner Kontrolle. Dann haben wir verdeckten Einsatz, ein Ereignis für 3, ist ein Widerstand, ist eine Aktion. Entferne 4 Bedrohungen von einem Plan, verwirre den Schurken. Das ist eine Aktion, ne? Da steht nicht Alter Ego oder... Held. Das heißt, die kann man in beiden machen. Das ist cool. Die ist zweimal dabei. Dann haben wir Totentanz. Ein Ereignis für 3 ist ein Angriff, eine Heldenaktion. Führe die Reihe nach die folgenden 3 Angriffe durch. Füge einem Gegner 1 Schaden zu, füge einem Gegner 2 Schaden zu, füge einem Gegner 3 Schaden zu. Auch mega cool. Zweimal dabei. Dann das Safe House 29. Ein Vorteil für 1. Ist ein Ort-Shield, alter Ego-Aktion. Erschöpfe Safe House und wähle eine Vorbereitungskarte in deinen Ablagestapel. Nimm die Karte auf deine Hand. Auch cool. Dann haben wir Angriff-Akrobatik, ein Upgrade für 1. Angriff-Fertigkeit-Vorbereitung. Eine Heldenunterbrechung. Sobald eine Boost-Karte auf ihrer offenen Seite gedreht wird, lege Angriff-Akrobatik, mein Gott, ab. Hebe die Boost-Symbole auf der Karte auf, füge dem Schurken für jedes auf dieser Weise aufgehobene Boost-Symbol einen Schaden durch. Auch cool, lest sich echt gut. Dann haben wir Black Widows Armreif. Upgrade für 1. Ressource, erschöpfe Black Widows Armreif, erzeuge für eine Vorbereitungskarte eine Joker-Ressource. Auch cool. Ein Greifhaken, Upgrade für 2, Tech-Vorbereitung, eine Unterbrechung. Sobald du eine Verratskarte aufdeckst, lege Greifhaken ab. Hebe die Effekte der Verratskarte auf und lege sie ab. Auch sehr gut, sowas liebe ich. Dann haben wir den Anzug von ihr. Upgrade von 3. Black Widow bekommt plus 1 Verteidigung, eine Heldenreaktion. Nachdem du die Fähigkeit einer Vorbereitungskarte unter deiner Kontrolle ausgelöst hast, erschöpfe den Anzug, mache Black Widow spielbereit. Okay. Dann hat wir den Witwenbiss. Ein Upgrade für 1. Nachdem ein Scherg ins Spiel gekommen ist, lege Witwenbiss ab, füge dem Schergen 2 Schaden zu und betäube ihn. Oh cool, zweimal dabei. Das waren jetzt schon die Black Widow-Karten. Dann kommen wir jetzt in den Justice-Aspekt, wo es mit ausgeliefert wurde. Den Agent Coulson. 3 in Verbündeter, 2-1.
ein Schild und ein Spion, 3 Lebenspunkte. Nachdem Agent Coulson ins Spiel gekommen ist, durchsuche dein Deck und seinen Ablagestapel nach einer Vorbereitungskarte und nimm sie auf deine Hand. Also, es wird sich alles um die Vorbereitungskarten drehen. Ne? Dann haben wir Quake, eine Verbündete für 2, 1-2. Ein Avenger und Shield für 2 Lebenspunkte. Nachdem ein Scherge den Plan vorangetrieben hat, erschöpfe Quake. Füge dem Schergen 2 Schaden zu. Dann haben wir einen heimlichen Angriff, ein Ereignis für 3. Ein Angriff, füge einem Gegner 4 Schaden zu. Falls der Gegner durch diesen Angriff besiegt wird, entferne 2 Bedrohungen von einem Plan. Auch cool. Ist 3-mal dabei. Dann 2-mal die Ressource, die Justice-Karten verdoppelt. Dann haben wir das Verhörzimmer, ist ein Vorteil für 1. Nachdem du einen Schergen besiegt hast, erschöpfe Verhörzimmer, entferne eine Bedrohung von einem Plan, 2-mal dabei. Das Überwachungsteam, auch eine alte Karte, kennen wir auch. 2er Vorteil. Bekommt 3 Überwachungsmarker. Erschöpfe Überwachungsteam und entferne einen Überwachungsmarker und eine Bedrohung von einem Plan. 2-mal dabei. Ah, hier, jetzt haben wir ein Upgrade für 2. Gegenspionage ist eine Fertigkeit, eine Vorbereitung. Maximal 1-mal pro Spieler ist eine Unterbrechung. Sobald eine beliebige Menge an Bedrohung auf dem Hauptplan platziert werden würde, lege Gegenspionage ab, verhindere 3 Bedrohungen davon. Ist 3-mal dabei. So, dann haben wir auch ein Upgrade für 1. Spionagehandwerk, auch eine Fertigkeit, Vorbereitung. Spiel diese Karte nur, falls du einen Spioncharakter kontrollierst, was Black Widow ja ist. Sobald du eine Begegnungskarte aufdeckst, lege Spionagehandwerk ab. Hebe die Effekte der Karte auf und lege sie ab. Decke dann eine weitere Begegnungskarte auf. Okay, auch gut. 3-mal dabei. Aber Nick Fury kennt man. Die 3 Ressourcen kennt man. Den Queen Carrier, wenn man den erschöpft, bekommt man eine Joker-Ressource. Kennt man natürlich auch. Und dann haben wir ein Upgrade für 1. Ziel erfasst ist eine Fertigkeit, eine Vorbereitung. Nachdem eine Boostkarte auf ihrer offenen Seite gedreht worden ist, lege Ziel erfassen ab, hebe die Boost-Fähigkeit der Karte auf. Auch cool. 3-mal dabei. So, dann haben wir ihre Verpflichtung. Du darfst deine Identität auf deiner alten Ego-Seite umdrehen. Wähle 1. Erschöpfe Natascha Romanoff, entferne diese Karte aus dem Spiel oder lege die Vorbereitungskarte unter deiner Kontrolle mit dem höchsten Kosten ab. Falls du das nicht kannst, erhält diese Karte Nachrüsten, lege diese Verpflichtung ab. Dann haben wir ihren Erzfeind, den Taskmaster 00, Hydra 4er. Taskmaster bekommt plus 1 Playen und einen Angriff für jedes Upgrade unter deiner Kontrolle. Oha, okay. Und dann für diese Aktivierung bekommt der Schurke plus 1 Plan, plus 1 Angriff für jedes Upgrade unter deiner Kontrolle. Haben wir Auftragskiller, 3 Boost-Symbole. Sobald aufgedeckt, platziere hier eine zündliche Bedrohung. Okay, das ist okay. Dann haben wir den Hydra-Sölder, ist eine Wache. Kann man da nicht angreifen. Tödlicher Schuss. Sobald aufgedeckt, alte Ego-Aktion, lege ein Upgrade unter deiner Kontrolle ab und platziere eine Bedrohung auf den Hauptplan. Und so als Held, lege ein Upgrade unter deiner Kontrolle ab und nimm einen Schaden. Ja, das war das vorgefertigte Deck. Jetzt kommen noch Karten, die noch dabei waren. Dann haben wir Gegenangriff, ist auch eine Vorbereitung. Für 1 ein Upgrade. Nachdem du den Schergen durch einen Angriff eines Gegners genommen hast, nachdem du Schaden durch einen Angriff eines Gegners genommen hast, lege Gegenangriff ab, füge dem Gegner der gleiche Menge an Schaden zu. 3-mal dabei. Dann die Führung ist eine schnelle Reaktion, Upgrade für 2. Nachdem ein Verbündeter unter deiner Kontrolle besiegt worden ist, lege schnelle Reaktion ab. Bringe den Verbündeten aus dem Ablagestapel ins Spiel und füge ihm einen Schaden zu. Nachdem ein Verbündeter unter deiner Kontrolle besiegt worden ist, lege schnelle Reaktion ab. Bringe den Verbündeten aus dem Ablagestapel ins Spiel. Okay, gut. Jetzt habe ich es verstanden. Dann haben wir Verteidigungshaltung, Upgrade für 2. Sobald du eine beliebige Menge an Schaden nehmen würdest, lege Verteidigungshaltung ab, verhindere 3 Schaden davon. Oh, auch gut. Und Upgrade, Spionage. Spiel das nur, wenn du ein Spion bist. Sobald du das Schlüsselwort Nachrüsten auf einer Begegnungskarte abgehandelt werden würde, lege Spionage
Ab, ziehe zwei Karten. Ja. Ja, das war jetzt kurz und knackig Black Widow. Die meisten kennen sie wahrscheinlich schon, weil sie ein bisschen älter ist. Aber ich wollte es nur nochmal machen. Und bevor sie in die Heldenwoche geht, werde ich das Video nochmal kurz vorher veröffentlichen, damit ihr euch schon mal ein Bild davon machen könnt, was vor allem ihre Karten hier können. Das andere Deck werde ich ein bisschen anders aufbauen. Und dann geht es auch schon los mit der Heldenwoche mit Black Widow. Dann bin ich gespannt, wie es läuft. Der andere Held wird übrigens Captain America sein. Läuft ja gerade noch die Abfrage, dürfte abstimmen, in welchem Aspekt ich ihn spiele, in einem der vier. Und ja, dann bin ich gespannt, wie diese zwei Helden sich machen diese Woche. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und Avengers sammeln.